Hallo Freunde, heute kommt unser 7. Pray-Video. Genau, wie du merkst, ein bisschen verspätet. Wir haben über die Ostertage Ferien gemacht, also wirklich so ein bisschen Family-Zeit genossen und haben darum das Video nicht weggeschnitten und machen das jetzt halt ein bisschen später, macht ja nichts. Genau, ihr habt letzte Woche dürfen beten für uns, weil wir haben erzählt, dass wir so ein bisschen im Raum sind. Sind wir immer noch dran. Und genau, wir sind hier schon ein bisschen vorwärts gekommen, was wir so gemacht haben und wie es ausgesehen hat, darfst du gerne im Live schauen. Auch wenn du sehen, der Jamin ist nämlich spontan eingeladen worden für eine Jugendgruppe und hat dort einfach von Jesus erzählen, von unserer Geschichte, was er auf dem Herz hat. Und genau, wenn du so ein bisschen sehen, was er gemacht hat oder wie es so für ihn war, darfst du gerne live schauen. Genau, jetzt die nächste Woche, haben wir entschieden, dass wir so ein bisschen langsam wieder eine Planung machen müssen. Das ist etwas, was uns beiden sehr viel hilft. Weil normalerweise, ja, wir sind Leute, die einfach mal drauf los arbeiten, oder? Aber irgendwann merkt man auch, jetzt ist es wieder gut, wenn man ein einen Plan hat. Weil sonst habe ich auch im Kopf voll mit Sachen, wo ich denke, irgendwie, du musst an das denken, an jenes denken, an wieder etwas denken, an wieder etwas denken. Und dann gibt es einfach ein bisschen ein Knusch in meinem Kopf. Dann bin ich ein bisschen verhirscht. Und dann bringt es mir auch, wenn ich schnell alles auf ein Blatt bringe und wieder so ein bisschen sammeln kann, wann machen wir was. Das ist aber noch gäbig. Genau. Ihr dürft also einfach sehr gerne beten für Ruhe. Weil ich merke einfach, jetzt geht es nur noch 4 Monate und ich habe so viel Zeug im Kopf, wo man alles noch machen sollte. Das ist aber so ein bisschen ein Stress, ganz leicht. Also ist nicht schlimm oder so, aber ihr dürft sehr gerne beten für einfach Ruhe darüber. Genau. Und das Zweite, was ihr noch beten könnt, was war das? Genau. Ihr dürft einfach auch mal Jesus einfach Merci sagen. Das ist auch das Anliegen. Es ist so cool, wie das einfach alles so ringläuft besitzen, wie wir einfach dürfen immer wieder Gottes Führung erleben. Und ihr dürft einfach Jesus mal Merci sagen, dass er einfach so gut führt, dass er so gut ist. Genau, dass wir so einen guten Vater im Himmel haben, der uns so gut versorgt. Genau. Ihr dürft also einfach mal Jesus, allen Applaus, alles euch das Herz ausdrücken und einfach Merci sagen, genau. Dass er uns so gut versorgt. Genau, bis gleich mal. Tschüss.